Grüß euch, liebe Papillon-Freunde. Ich wollte euch heute nochmal unser Hygienekonzept ein bisschen vorstellen, damit ihr seht, wie das bei uns genau läuft. Und da gehen wir jetzt mal ein bisschen durchs Lokal und ich zeige euch, dass wir das gemacht haben. Also für die Leute, die sich halt da, die da Angst haben oder sich Gedanken machen, ob das auch wirklich sicher ist. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Hier haben wir einen unserer berührungslosen Desinfektionsspender, also ist eine hundertprozentige Handdesinfektion. Siehst du das, Hand nehmen und schon kommt das Desinfektionsmittel raus. Und das war auch schön, wenn du das nutzt, wenn es rein geht oder beim Rausgehen, bis echt das am liebsten ist. Also da geht eigentlich die Sicherheit schon mal los und dann geht es weiter ins Lokal. So, ihr seht jetzt unsere Bestuhlung, Tische, Stühle und die stehen, wie man sehen kann, also teilweise ganz 3 Meter auseinander, teilweise 2 Meter. Und von dem her ist das auf alle Fälle eine sichere Sache. Und ich glaube, besser und vorsichtiger kann man eigentlich das nicht machen. Und wo es jetzt nicht geht, ist eigentlich der einzige Platz, ist da. Da haben wir die, ich hoffe, dass man das sieht, da ist eine Plexiglasscheibe dazwischen. Also wirklich, ja eigentlich perfekt umgesetzt das Ganze. Was bei uns übrigens auch zum Tragen kommt, was wichtig ist, das ist die Raumhöhe, die wir haben im Papillon. Also das ist, geht bis zu 6 Meter auf, also hier ist wirklich genug Raum da. Von dem her ist es wirklich eine super sichere Sache. Und was bei uns außerdem noch dazu kommt, ist die Lüftungsanlage. Die Lüftungsanlage im Papillon ist, muss man sagen, fast schon überdimensioniert gestaltet worden damals. Das werde ich dann im nächsten Teil nochmal zeigen, wie das ist mit den Filteranlagen und so. Und auch die Kapazität dieser Anlage ist fast schon überdimensioniert, was uns jetzt natürlich einen Vorteil bringt. Das ist jetzt zum Beispiel die Abluft. Das heißt, hier wird die überschüssige Luft oder die ausgeatmete Luft massiv abgesaugt und ins Freie geleitet. Und dann haben wir hier die Lamellen. Hier haben wir die Lamellen. Hinter den Lamellen ist die Zuluft. Das heißt, es wird massiv Frischluft von außen angesaugt, gefiltert und ins Rauminnere geleitet. Also hier kommt nur Frischluft rein, was sehr, sehr wichtig ist. Aber das zeige ich jetzt gleich im Anschluss. So, wir sind jetzt im Keller des Papillon. Wir haben hier die Lüftungsanlage, einen Teil davon vor uns. Ihr seht also diese massiven Rohre, die hier ins Freie gehen und Frischluft ansaugen. Und zwar wird die Frischluft dann hier über dieses gigantische Rohrsystem in diese Verteilungsanlage geführt und wird da auch dann extra nochmal gefiltert. Hier haben wir auch nochmal die Filter austauscht natürlich entsprechend. Das ist das Heizelement, das heißt die Frischluft, die angesaugt wird, wird sogar nochmal richtig aufgeheizt und was die ganze Sache natürlich nur sicherer macht. Und ich habe die Anlage jetzt auch wirklich ausschalten müssen, weil ich natürlich die Abdeckung hier unten habe, damit ihr das besser seht, wie sowas ausschaut. Es ist also unfassbar, wie laut das ist. Also wenn man die einschaltet und die Abdeckung ist nicht drauf, da meint man wirklich ein Flugzeugstart. Also es ist unfassbar, da werden hunderte von Kubikmeter frischer Luft ständig ins Papillon blasen. Wir lassen das jetzt auch 24 Stunden am Tag einfach mal durchlaufen. Und genauso wie die Abluft natürlich auch abgesaugt wird. Also es ist ständig frische Luft im Papillon. Das war mir ganz wichtig, dass ihr das seht. Und ich schalte jetzt dann auch gleich nochmal ein, damit ihr mal einen Eindruck davon kriegt, was das Ding für eine Leistung hat. Das ist abartig, wirklich brutal. Ich habe jetzt die Lüftung eingeschaltet, es ist ziemlich laut und jetzt ist natürlich der Deckel nicht drauf. Das heißt, normalerweise wird die Luft, die jetzt an der Seite rauskommt, ins Lokal reinblasen, aber ich hebe jetzt mal einfach mal ein paar Bier hier, damit ihr seht, was das Ding für eine Leistung hat. Das ist unfassbar. Also das ist Wahnsinn, was das ist unfassbar. Unglaublich. Und die Luft wird ständig ins Papillon, quasi in den Gastraum reinblasen. Ständig Frischluft. Ist schon eine super Sache. Ihr seht also, Besuch bei uns im Papillon ist wirklich sicher, allein schon von den baulichen Gegebenheiten her, ist es bei uns wirklich ganz eine tolle Sache. Die Raumhöhe ist wirklich ausreichend und die Lüftungsanlage absolut überdimensioniert, aber halt in der jetzigen Zeit absolut richtig. Und ich glaube, mehr kann man wahrscheinlich nicht mehr machen. Die üblichen Maßnahmen, die setzen wir sowieso um. Und von dem her, glaube ich, könnt ihr ganz beruhigt zu uns kommen
und eure Zeit dann am Tisch ohne Maske wirklich genießen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Für dich.